Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Das Wochenende ist Pfingsten. Der meiste kommt bei dem Stichwort der Gotthardstau oder ein verregnetes Pfadilager in Sinn. Aber eigentlich geht es bei Pfingsten um etwas anderes. Grüezi und herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Vor rund 2000 Jahren haben sich die ersten Christen in Jerusalem versammelt. Die erste christliche Gemeinde ist entstanden. Heute, viele Jahrhunderte später, gibt es Kirche in allen Formen und Konfessionen. Auch in der Schweiz. Reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Liebe Schwestern und Brüder, und er kam und verkündigte Frieden. Trotz dem vielfältigen Angebot kämpfen viele Kirchen gegen Mitgliederschwund. Herr und Frau Schweizer gehen eben nicht mehr einfach in die Kirche, weil man das so macht. Heutzutage ist die Kirche herausgefordert, kreative Ansätze zu entwickeln, und das ist unser Thema. Die Kirche einmal anders. Im ersten Beitrag zeigen wir Ihnen drei Beispiele von Kirchen, die Sie so vielleicht noch nie gesehen haben. Sonntagmittag in Basel. Schon seit 4 Stunden sind die Türen der Matthäuskirche weit geöffnet. Es gibt ganz viele Leute hier im Quartier, die sich sehr allein fühlen. Und für diese Leute ist interessanterweise ja gerade der Sonntag eigentlich der schwierigste Tag. Unsere Grundidee war, zu sagen, wir als Kirche sollten genau dann am Sonntag, wo ja so ein bisschen unser Tag ist, oder spezieller Tag ist, für die Leute da sein und mit diesen Leuten etwas machen. Seit 5 Jahren gibt es das Sonntagszimmer. Unter der Leitung von Tom Mang treffen sich hier jede Woche bis zu 200 Menschen, um den Tag gemeinsam zu verbringen. Wir machen die Türe offen jeden Sonntag, und von 8 Uhr an können die Leute kommen und den ganzen Tag. Wir haben Zeit für das Gebet, Zeit für Tischgemeinschaft, Morgenessen, Mittagessen, Sphiri und Abendessen. Wer will, kann den ganzen Tag im Sonntagszimmer bleiben. Nach dem Essen gibt es Zeit für eine kurze Predigt. Es ist sehr spannend, auch Menschen zu beobachten oder auch ihnen zu begleiten. Für viele ist überhaupt in eine Kirche zu gehen, ist etwas fremd und neu. Das ist sehr schön, denen auch zu sagen, hey, es geht um Menschen, es geht um dich und mich, und ihr seid herzlich eingeladen. In den Tiefen des 600-jährigen Pfarrhauskellers in Wattenwil gehen einmal im Monat ungewohnte Dinge vor sich. Bei Bier, Chips und Musik treffen sich Leute, die am liebsten Metal hören. Mit dabei Initiant und Metal-Fan Pfarrer Samuel Hug. Der Metal fasziniert mich, die Musik und der Glaube an Jesus, der mich bewegt. Und dem muss irgendwo ein Weg dazugehen, wie die zwei Sachen müssen zusammenkommen. Und das ist echt ganz einfach, und der Rest ist noch ein langer Weg vom Suchen und Ausprobieren gewesen. 2009 entstand das christliche Metal-Netzwerk. Die Kirchengemeinde Wattenwil unterstützt ihren Pfarrer bei diesem Projekt. Das Ziel für heute Abend: zusammen im Buch der Bücher graben, diskutieren und miteinander Zeit verbringen. Ich treffe Freunde da, und ja, ich kann alles fragen und bekomme zum Teil Antworten, die ich noch nie so überlegt habe, dass das jetzt sein könnte. Und es sind Leute, die ganz verschiedene Sichtweisen haben, die daher kommen, und es gibt kein richtig und kein falsch. Ich vertiefe mich in die Schönheit. Metal ist mehr als Musik. Es ist ein Lebensstil, der in der Metal Church gelebt werden kann. Was ich das Gefühl habe, ist, dass wirklich das von dieser Ehrlichkeit und schonungslose Offenheit recht stark ist.
Ich glaube, das sollte jeder Kirche eigentlich sein, aber ich habe viel auch erlebt, dass es mehr ein Wunsch ist. Und da erlebe ich wirklich, dass die Leute ehrlich sind. Widerwillig. Industriegebiet Jonschwil. Die Firma Turball öffnet an diesem Abend ihr Werkstor für Besucher und einen besonderen Anlass. Ich freue mich, dass wir jetzt auch miteinander dürfen Gott loben. Sonst tun wir das auch in unseren Kirchen. Wir sind jetzt aber rausgekommen in die Fabrik, dort, wo die Menschen arbeiten. Die Kirche näher zu den Menschen bringen in ihren Lebens- und Arbeitsalltag, war die Idee von Richard Böck. Am Sonntagmorgen, das ist ja ein offenes Geheimnis, kommen immer weniger Leute zum Gottesdienst. Und ich habe mir dann gedacht, wie erreichen wir mehr Leute? Es gibt viele Leute, die sich im Gottesdienst nicht daheim fühlen. Aber hier, außerhalb der Kirchenmauer, in der Natur, in so einem Geschäft, fühlen sie sich angesprochen. Da sehe ich jetzt eine ganze Reihe, die sonst nicht am Sonntagmorgen in die Kirche kommen, allerdings zum Glauben und zur Kirche positiv stehen. 2013 gab es den ersten Gottesdienst in einer Autogarage. Die Reaktionen machten den Diakonen der katholischen und der reformierten Kirche Mut. 3 bis 4 Mal pro Jahr finden solche Anlässe in Werkshallen statt. Wenn ich die biblischen Geschichten lese, dann begegnet mir jedenfalls ein ganz, ganz menschlicher Gott. Ein Gott, dem nichts Menschliches fremd ist. Darum passen diese biblischen Geschichten so gut in unser Alltagsleben. Die Idee der Werkstattgottesdienste scheint bei den Besuchern anzukommen. Ich bin von der alten Generation. Ich bin mich gewöhnt an einen Kirchenraum, an eine feierliche Sache. Für mich ist das ganz neu. Das gemacht ist die Art. Ja, das ist auch noch lustig. Mal etwas anderes. Ja. Ich denke, auch die Hemmschwelle ist viel tiefer, um hier hinzukommen. Vor allem vielleicht auch für junge Leute. Auch hier ist eigentlich wie wenn man arbeiten will. Zurück in Basel. Im Sonntagszimmer dreht sich alles um die Gemeinschaft. Am Nachmittag finden verschiedene Programmpunkte statt. Es wird gepicknickt, ein Film geschaut und gebastelt. Kirche heisst für mich, mit allen Menschen zusammen Kirche zu leben. Und in dieser Kirche soll jeder und jede ihre Gaben einbringen. In unserer heutigen Gesellschaft ist eines der grossen Probleme, dass nur noch wenige Leute oder nur noch ein Teil der Leute das Gefühl haben, ich werde gebraucht. Uns ist es sehr wichtig zu sagen, als Kirche brauchen wir euch. Ihr habt etwas zu bieten, ihr habt etwas einzubringen. Eine treue Besucherin des Sonntagszimmers ist Rösli. Die Urgroßmutter hatte mit Kirche eigentlich nichts am Hut. Über ihre Tochter ist sie eines Tages hierhin gelangt. Ich habe gesagt, ich in die Kirche sicher nicht. Ich gehe nie mehr in die Kirche. Und da bin ich gleich einmal gegangen und seither komme ich jeden Sonntag. Ob gute Laune, schlechte Laune, ob man fröhlich, ob man traurig ist, man ist da immer willkommen. Und es ist auch eine Abwechslung. Ich bin sonst daheim immer allein. Und es freut mich einfach immer. Und komm, ist ein Sonntag, aber freue mich schon wieder auf den nächsten Sonntag. Der Tag endet erst spät. Vor dem Nachtessen wird gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Groß und klein sind dazu eingeladen. Das Schönste ist natürlich, wenn sie merken, wenn sie rausgehen, ich als Mensch bin wertvoll. Und zwar werde ich geschätzt von den Leuten rund um mich herum und ich werde auch geschätzt von Gott. Also ich werde geliebt, letztlich. Wenn sie das dürften erleben, ui, dann haben wir viel erreicht. In der Metal Church findet 4-mal im Jahr ein Gottesdienst der besonderen Art statt. Nicht in einer Kirche, sondern in einem Pub. In der Musik wird oft das Düstere und Schwere im Leben thematisiert. Das ist das, was ich genau stark finde. Das ist eben nicht irgendwie so ein Möchtegern-Theater ist, wo man nicht mehr eine schöne, heile Welt spielt, sondern man stellt ehrlich dar, wie die Welt wirklich ist, wie das Leben ist. Und das finde ich stark. Und das hilft auch in der Beziehung zu Gott.
Weil ich kann Gott etwas machen mit dem Schweren und dem Düsteren. Und wenn man nur so tut, dass eben alles nichts wäre und alles gut werde, ja, dann bleiben wir dort stehen. The Hammer of Glory, wie ich sage, das ist Gottes Wort. Wie ein Hammer ist, der Felsen zertümmert und zerschmettert. Und Jeremia sagt, hey, Gottes Wort, das ist einfach so eine Träumerei, die uns gerade ein bisschen passt. Es ist manchmal sehr unbequem, was Gott sagt. Oder was man in der Bibel lesen. Im Pfarrhauskeller in Wattenwil geht es heute beim Bibelgespräch etwas ruhiger zu. Auch deine Treue bleibt für alle Zukunft. Du hast die Erde dauerhaft gegründet. Metal und Gott passen perfekt zusammen, sagen die Teilnehmer. Das geht auf jeden Fall zusammen, ja. Nur weil ein paar Leute finden, sie tun jetzt die Herdmusik mit irgendwelchen satanischen Texten vermischen, heisst das nicht, dass es nicht mit, ja, mit Lobpreis zusammengeht. Von Musik her sind Gleichgesinnte. In einem herkömmlichen Gottesdienst ist das einfach ein bisschen anders, wo man sich manchmal einfach ein Stück weit einfach ein bisschen muss zusammennehmen oder sogar anpassen. Hier muss ich das nicht, hier kann ich wirklich einfach 100% so sein, wie ich bin. Wissenschaftlich hat sich Sabrina Müller mit dem Thema Kirchen auseinandergesetzt. Sie hat gerade eine Doktorarbeit geschrieben über sogenannte «Fresh Expressions of Church», also frische und neue Formen von Kirche. Aber nicht nur in der Theorie beschäftigt sie sich damit. Mit einer Gruppe von Frauen schlägt sie im Zürich-Oberland diesen Weg auch praktisch ein. Sabrina Müller und Laura Klingenberg sprayen das keltische Symbol für die Dreieinigkeit Gottes in den Rasen. Die beiden Frauen treffen Vorbereitungen für einen Abend ihrer eigenen Fresh Expression of Church. Vor 1,5 Jahren hat Sabrina eine solche frische und neue Form von Kirche innerhalb der reformierten Landeskirche gestartet. Wir sind zuerst das Zweite und dann das Dritte und haben uns gefragt, haben Menschen kennt mit dir, die ganz viele Fragen nach Sinn hatten, nach Gemeinschaft, haben uns gefragt, was brauchen die Menschen und wie würde Kirche für diese Menschen aussehen? Und etwas ist zum Beispiel, dass Tiere drin Platz haben, dass man Tiere mitnehmen kann. Mein Traum, mein Wunsch ist auch, dass Kirche in verschiedenen Kontexten entstehen dürfen. Bei Menschen, die eben negative Erfahrungen gemacht haben oder wenig Kontakt haben, dass es einfach eine vielfältige Kirchenlandschaft sein darf, die sich gegenseitig ergänzt. Bis zu diesem Frühjahr war Sabrina Müller reformierte Pfarrerin in einer traditionellen Landeskirche. Parallel dazu hat sie an der Uni Zürich in ihrer Doktorarbeit neue Kirchenformen in der anglikanischen Kirche in England untersucht. Für uns als Landeskirche ist es auch interessant, die Bewegung, eben weil es eine Bewegung in der Landeskirche ist, weil es nicht darum geht, einfach ein Modell zu kopieren. Und das heisst, je nach Ort und Kontext sieht dann die Kirche immer ganz anders aus. Die traditionelle Kirche hat eigentlich eine Kommstruktur. Also kommen zu uns, wir haben den Gottesdienst. Und ich sage nicht, das ist falsch, das hat auch seine Berechtigung. Aber so funktioniert nur ein Teil der Bevölkerung. Und die Fresh Expression of Church sagen oder machen, sie gehen zu den Menschen. Also sie ändern die Richtung. Sie gehen und sie sagen, wir gehen und wir bleiben dort und bilden mit den Menschen vor Ort Kirche. Sabrinas Kirche trifft sich alle 2 Wochen. Sie essen immer gemeinsam. Danach gibt es einen christlich-spirituellen Teil, den jeweils jemand anders vorbereitet. Bei Kaffee und Dessert tauschen sie später ihre Erfahrungen aus. Ich denke, das gemeinsame Essen ist zentral. Wenn man das Markus-Evangelium anschaut, kommt Jesus immer von einem Essen oder geht zu einem Essen. Also, Jesus von Nazareth hat extrem viel mit den Menschen zusammen gegessen. Und das ist auch in der Dissertation im Zusammenessen passiert etwas, da passiert Gemeinschaft. In England gibt es rund 3000 solcher Kirchen. Die meisten sind klein.
Im Schnitt gehören dort 43,7 Personen zu einer Fresh Expression. Sie treffen sich in Pubs, in Parks, auf Sportplätzen oder in Wohnhäusern. Diese Vielseitigkeit passt für Sabrina Müller gut zur Schweizer Situation. Unsere Gesellschaft ist extrem vielfältig geworden, mit ganz unterschiedlichen Milieus und Szenen, die wir haben. Die traditionelle Landeskirche erreicht 2,5 von 10 Milieus, die es in der Schweiz gibt. Und ich denke, wenn wir Kirche bei den Menschen sein wollen, dann müssen wir auch Kirche sein, die ganz vielfältig aussieht. Also eine sind die gleichen. Die Ikone vom Rubliet, die drei Einigkeit eigentlich darstellt. Die Frage ist, was ist der Kern von Kirche? Da höre ich häufig die Definition, dass Kirche ein Gebäude ist oder dass es am Pfarramt hängt oder am Gottesdienst am Sonntagmorgen. Kirche ist eigentlich ein Geschehen. Es ist eine Bewegung. Es ist, wenn sich Menschen um die Dreieinigkeit versammeln oder um den auferstandenen Jesus Christus. Dort ist Kirche und dort passiert auch Kirche. Das kann überall sein. Sich selber machen, wo wir in diesen verschiedenen Teilen herumgehen. Damit ihr seht, hier oben ist Gott, Schöpfer. Und das ist in England sagen so the place of unknowing. An diesem Abend macht sich die Gruppe Gedanken zur Dreieinigkeit, der Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer, dem Heiligen Geist und Jesus Christus. Für Sabrina Müller ist es wichtig, dass der Glaube erfahrbar wird. Im meditativen Teil sollen die Frauen darum für sich reflektieren, was für Gefühle, Gedanken und Erfahrungen sie mit den jeweiligen Personen der Trinität verbinden. Etwas, das auch herausgekommen ist in meiner Dissertation, ist, Menschen brauchen Erfahrung, damit sie überhaupt den Fragen von ihrem Glauben nachgehen können. Ist das ein sicherer Ort, wo du jetzt stehst? Wie können wir es erfahren, was eine Dreieinigkeit ist? Wie können wir ein Glaubensbekenntnis erfahren? Wie können wir erfahren, was Vergebung heisst? Und wie sieht das ganz konkret im Alltag aus? Auch gefeiert wird gemeinsam. Eine Frau hat eine neue Arbeitsstelle, eine andere heiratet bald und Sabrina hat in der Woche zuvor erfolgreich ihre Doktorarbeit verteidigt. Auch für die Antje Nesensohn ist Kirche mehr als ein Gottesdienst am Sonntagmorgen. Sie betreibt ein Café in Kreuzlingen am Bodensee, wo sie einen Begegnungsort schaffen will. Vom Französischkurs bis zum Elterntreff gibt es verschiedene Angebote. Auch das Thema Gott hat im Kaffee einen festen Platz. Out of Bounds heisst übersetzt grenzenlos oder so über die Grenzen hinaus. Und wir sind ein Kaffee, wo das auch so als Vision hat. Es ist ein grenzenloser Begegnungsort. Seit 4 Jahren gibt es das Out of Bounds mitten in Kreuzlingen. Für Antje Nissensohn ging mit der Eröffnung des Cafés ein Traum in Erfüllung. Gerade heutzutage, in der Zeit, wo viel sich in Räumen abspielt, vorm Computer, sind Cafés wirklich so zu Treffpunkten geworden von Menschen. Und das finde ich so das Faszinierende, dass es öffentliche Orte sind, wo jeder willkommen ist und wo man doch aber auch mit Menschen ins Gespräch kommen kann, wo Begegnungen stattfindet. Mit einem Team von Freiwilligen hat sie eine Wohlfühloase geschaffen. Regelmäßig finden hier kulturelle Anlässe statt, Konzerte, Ausstellungen und sogar ein Theater. Was mein Traum einfach immer war, war so eine Wohnzimmeratmosphäre auch in einem Café zu schaffen, dass Menschen reinkommen und wie so aufatmen und sagen, wow, ich glaube, hier bin ich auch zu Hause, hier fühle ich mich wohl. Da, wo den Gästen unter der Woche Kaffee serviert wird, gibt es jeden zweiten Sonntag einen Gottesdienst. Das Out of Bounds wird von der evangelischen Freikirche Father's House getragen. Da wir Christen sind, die dieses Café betreiben, ist unser Wunsch, dass sie auch eine Begegnung vielleicht mit Gott haben, dass sie hier eine Atmosphäre spüren, eine Atmosphäre der Liebe, der Annahme, wo sie merken, ja, doch, das, es gibt noch mehr im Leben. An 3 Tagen in der Woche hat das Out of Bounds geöffnet. Einige Gäste treffen sich zum Sprachcafé. Während einer Stunde unterhalten sie sich auf Französisch. Chai latte avec le cru brot. Ich habe mal gehört, den Satz baut mehr Kathedralen. Also statt Kathedralen, Kathedralen. Hauptsächlich kommen Leute von der Stadt.
Und das ist so unser Wunsch, dass wir wirklich ein offenes Café sind, wo jeder willkommen ist und gerade Leute auch kommen, die gar nichts mit der Kirche zu tun haben und dafür einfach ein Ort ist, wo sie sich wohlfühlen. Wir möchten einfach das Angebot zusätzlich geben. Das ist auch gratis, unser Heilungsgebet oder auch Gebet für sonstige Anliegen. Einfach die Möglichkeit geben, wenn Leute kommen, die ein Anliegen haben oder die krank sind und irgendwo Hoffnung brauchen, ein Gebet, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Und wir haben auch immer wieder erlebt, dass Leute dann wieder zurückkommen und sagen, hey, das Gebet hat wirklich gewirkt. Und das sind natürlich schöne Geschichten, so zu erleben, wow, Gott ist ein Gott, der wirklich heute noch Wunder tut und ist erlebbar, selbst hier in so einem Café. Café und Kirche, für Antje kein Widerspruch. Hier ist Kirche nur in einem Gemeindegebäude, in einem Kirchengebäude. Oder ist Kirche, Gemeinde nicht eigentlich viel mehr Begegnung, Glaube, Leben im Alltag? Besonders belebt ist das Out of Bounds am Donnerstagnachmittag. Dann ist Eltern-Kind-Café. Ist ein Ort, wo Eltern kommen können und einfach auch mal entspannt einen Kaffee trinken können, weil in anderen Cafés doch manchmal auch Kinder so vielleicht als Störenfriede betrachtet werden, die mit ihrem Lärm halt stören. Und bei uns, wir haben bewusst einen Kinderspielbereich, wo die Kinder dann spielen können, wo sie auch mal beschäftigt sind. Ziel ist auch, dass Mütter mit anderen Müttern in Kontakt kommen, sich kennenlernen, Freundschaften entstehen. Ja. Mein Wunsch ist eigentlich, dass das Out of Bounds Café so eine Plattform ist für ganz vielfältige Angebote und Ideen, wo auch Leute von der Stadt kommen und sagen, ich habe eine Idee, hey, ihr habt den Raum, wäre das eine Möglichkeit, dass wir sowas hier anbieten. Und so bin ich gespannt, wie sich es weiterentwickelt und was für Leute hierher kommen. Auch nach Feierabend sind die Türen in Antjes Café geöffnet. Neben den kulturellen Anlässen findet regelmäßig auch das Gott-Café statt. Gott-Café ist ein Prinzip, ein Glaubensgrundkurs, einfach wo es um Basics geht, über den christlichen Glauben. Wer ist Jesus, wer ist Gott, wer ist der Heilige Geist, wie kann ich Glaube im Alltag leben, wie kann ich beten. Jetzt wollte ich mal euch fragen, wie ist denn das bei euch im Alltag? Morgens verbringe ich recht viel Zeit im Zug, wo ich mir echt Zeit nehme. Oft sind es auch Bilder, Visionen. Ich habe auch vor mir sehe und dachte, Gott, bitte zeig mir, welches das Richtige ist. Ich denke, es braucht heutzutage immer mehr auch so Orte für Kommunikation, für Begegnungen, wo ein Miteinander passiert. So ein Ort der Begegnung ist auch der Landsitz Montmirail. Dort lebt die evangelische Kommunität Don Camillo. Die Mitglieder dieser Gemeinschaft treffen sich nicht nur in der Kirche, sie wohnen und arbeiten auch zusammen. Der Traum für uns hier im Montmirail, wo wir als Gemeinschaft unterwegs sind, ist, dass wir Menschen teilnehmen lassen an dem, was wir an Begegnung mit Gott schon erlebt haben. Und sie hoffentlich auch zu einer Begegnung mit sich und mit Gott zu führen. Landsitz Montmirail in der Nähe des Neuenburger Sees. Hier lebt die evangelische Kommunität Don Camillo. Zur Lebensgemeinschaft gehören 19 Erwachsene und mehr als 20 Kinder. Werner Weiß ist Co-Leiter und schon seit 20 Jahren dabei. Montmirail ist kein klassisches Kloster. Wir sind ja auch reformiert. Also das ist etwas anderes. Es ist auch etwas Fremdes innerhalb der reformierten Kirche. Das merkt man auch immer wieder, die Gemeinschaft. Man kann uns nicht ganz einordnen. Wir werden etwa die als Familienkloster benannt. Das kann dem etwa vielleicht auf die Spur kommen, was wir hier versuchen, da gemeinsam am Leben. Benannt ist die Kommunität nach dem Priester Don Camillo. Die Gemeinschaft wurde vor 38 Jahren in Basel gegründet. 1988 konnte sie den Gutshof übernehmen. Zu Don Camillo gehören auch Ursula Eugster und ihre Familie. Vor 33 Jahren schloss sie sich der Kommunität an. Ich war persönlich berührt von anderen Menschen, die in Gemeinschaften gelebt haben. Es hat mich fasziniert. Damals, ich war da 22 Jahre alt,
schon der Wunsch, Gott nachzufolgen in einer anderen Form als nur in einer Kirchgemeinde. Mit ihm zu unterwegs sein und auch ein Stück weit mit anderen zusammen das zu versuchen. In einem engeren, näheren Rahmen als nur gerade am Sonntag. Die Gemeinschaft hat sich entschlossen, möglichst viel zu teilen. Zeit, Arbeit, Geld, gemeinsamer Glaube. Jede Familie hat ihre eigene Wohnung als Rückzugsort. Das Positive an dieser Form, so zusammenzuleben, ist für mich miteinander unterwegs sein, einander zu tragen, in schwierigen Zeiten auch. Das habe ich auch schon erlebt, dass das sehr verhebt. Und natürlich auch in fröhlichen Zeiten. Also es umfasst eben das ganze Spektrum vom Lebens, das wir zusammen teilen. Ich glaube, wir können tolle Feste machen. Also mit den Gästen, aber auch für uns. Das ist etwas, was zusammen feiern, das ist etwas ganz Tolles. Aber auch Konflikte und Einschränkungen gehören zum Alltag. Die spezielle Lebensform hat ihren Preis. Also ich kann nicht heute entscheiden, dass ich morgen in die Ferien gehe und woran dass ich in die Ferien gehe. Also wir besprechen gewisse Sachen miteinander. Wir haben uns auch irgendwie wie Einschränkungen auferlegt, die wir zusammen gewählt haben. Und gleichzeitig ist das auch ein Plus, weil man muss dann nicht mehr alles. Herzstück der Gemeinschaft ist die gemeinsame Spiritualität im Alltag. Dreimal täglich treffen sich Mitglieder und Gäste zum Gebet in der eigenen Kapelle. Unsere Spiritualität zeichnet sich vor allem, denke ich, aus über die Gebetszeiten, die wir haben, die Stundengebet, die unseren Alltag prägen sollen, die unserem Alltag Ausrichtung geben sollen. Wenn ich ins Mittagsgebet komme, dann richte ich meinen Blick wieder aus, weg von mir eine Nabelschau, um mich selber zu trüllen. Blick auf Gott. Das Unterwegssein mit Gott ohne Gemeinschaft ist nicht machbar auf die Länge. Es braucht die eine oder andere Form von Gemeinschaft. Es muss nicht die Form sein, wie wir es jetzt gewählt haben, aber das Miteinander unterwegs sein, das Austauschen, Bibel teilen, einander Anteil nehmen lassen, am Lebensweg auf Gott hin, das braucht es. In Momirei sorgen Seminare und ein Gästebetrieb mit 36 Zimmern für Einkommen. Gastfreundschaft war für uns von Anfang an etwas Wesentliches. Menschen dazu zu nehmen, auch an dem unterwegs sein und Jesus sein, teilnehmen zu lassen, das scheint uns etwas, wo einfach zum Wesen des Christseins gehört. Das war unsere Pfingstsendung über Kirchen, die anders sind und Neues wagen. An dieser Stelle interessieren uns Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung. Was halten Sie von diesen neuen Formen von Kirchen? Braucht es das oder sollte man besser beim Traditionellen bleiben? Schreiben Sie uns doch Ihre Gedanken per Mail oder auf Facebook. Beim Rudi Osoran ist nächstes Wochenende das Ehepaar Lucy zu Gast. Ihr erstes Kind ist tot auf die Welt gekommen. Eine Tragödie, die jedes Jahr knapp 400 Familien erleben in der Schweiz. Und ich begrüße Sie zwei Wochen wieder, dann mit herzigen und inspirierenden Geschichten von Menschen, die ihren dritten Frühling erleben. Das wär's gewesen. Bleiben Sie froh. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.